Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heavy Trader Freunde, hier von unserem Trader Floor in Frankfurt. Tja, wie gewonnen, so zerronnen. Das ist, glaube ich, so die Maxime der vergangenen Wochen, was die Aktienindizes angeht. Das geht immer so zwei Stufen vor und dann geht es 2,2 Stufen zurück und dann geht es mal wieder 2 vor und 1,8 zurück. Im Endeffekt bleiben wir nicht lange auf der Stelle stehen, sondern purzeln dann langsam wieder nach unten. Und das ist nicht so ganz verwunderlich, weil wir uns ja auf das Halbjahresende zubewegen, also auf den Halbjahreswechsel, genauer gesagt Quartalsende. Es ist Halbjahresende, es ist Bilanzzeit auch für einen Großteil der Unternehmen bzw. auch der Portfolio-Manager, die dann ein bisschen Portfoliopflege betreiben müssen. Jetzt ist es eigentlich eher mehr so eine Wundheilsalbung, muss man sagen, nachdem wir ja hier deutlich seit dem Jahresanfang nachgegeben haben. Deshalb werden natürlich viele Sachen eher rausgeschmissen, ein bisschen begradigt. Und das ist auch der Grund, warum die Indizes die Gewinne, die sie vielleicht mal kurzfristig erzielt haben, jetzt wieder abgeben, im Nachgang des großen Terminverfalls vom vergangenen Freitag, ja, und insofern sind natürlich auch die sonstigen Nachrichten, nämlich zum Beispiel die Gefahr, dass wir hier mit der Gasversorgung weiter unter Wasser sein könnten und damit auch die Industrie in Deutschland Richtung Süden laufen könnte, also eine Rezessionsgefahr da sich aufbaut, nicht gerade hilfreich für die Indizes, das heißt, die Bewegung geht weiter Richtung Süden. Das heißt, wir wollen uns das auch ein bisschen näher anschauen, dann allerdings auch beim Trade des Tages uns eher auf die Währungsseite mal begeben, denn bei den Währungen sind die Bewegungen aufgrund der Notenbank-Einstellungen und Neujustierungen wesentlich solider, wesentlich nachhaltiger als bei den Aktienindizes. Also gehen wir mal in die Charts, gucken wir uns mal den DAX an. Zunächst mal der DAX hier, wie ihr seht, wieder auf dem Wege zu den Tiefs, die er hier Anfang März gesehen hat. Das war so der Bereich 12.500, 12.650, genauer gesagt als Schlusskurs. Davon sind wir heute nur noch 330 Punkte entfernt. Kämpfen mit der 13.000er-Marke. Die gestrigen positiven Ansätze, die der DAX gehabt hat, wurden von vielen institutionellen, vielleicht auch mehr privaten, dazu genutzt, nach unten abzuverkaufen beim DAX, wie wir das hier sehen. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass eben zum Halbjahreswechsel tatsächlich die Tiefstände dann nochmal getestet werden, die wir in diesem Jahr schon gesehen haben. Was allerdings nicht unbedingt negativ ist, weil zum Halbjahresauftakt, zum Juli hin, der relativ guter Monat, auch in Bestzeiten ist, könnte natürlich mit dem Geldzufluss, der Liquiditätszufluss wieder etwas Stabilität in den Index kommen. Aber noch muss man erstmal die Südseite im Auge behalten. Dann der Trade des Tages, womit wir uns beschäftigen. Wir haben heute Nachmittag Jerome Powell mit der Testimonie, also der Befragung bezüglich der Geldpolitik oder Geldmarktpolitik der US-Notenbank. Und zwar geht das heute erstmal im Senat los, gleichzusetzen mit dem Bundesrat bei uns. Und morgen muss er dann vor dem Parlament im Repräsentantenhaus dann sich den Fragen stellen. Und das könnte natürlich auch hier im Währungsbereich wieder für mehr Volatilität sorgen. Gestern nach oben ausgebrochen auf ein 24-Jahres-Hoch Dollar gegen Yen. Das wird heute ein bisschen konsolidiert. Wir hatten hier bei Heavy Traders schon mal einen Trade gehabt in dieser Phase hier, in dieser Aufstiegsphase, und haben auch einen ganz guten Gewinn erzielt. Jetzt stellen wir uns natürlich vor, dass wir hier bei dieser Bewegung weiter dabei sind. Hier sieht man mal den rund 30 Jahre alten Chart von Dollar-Yen und da sieht man sehr, sehr gut, dass wir mittlerweile Hochpunkte von vor 20 Jahren überschritten haben und uns auf dieses Hoch hier von vor 24 Jahren zubewegen. Das liegt bei 147 Yen für den US-Dollar. Mittlerweile, wie gesagt, sind wir bei 136,20 ungefähr und wir hatten auch schon gestern Kurse von 136,80. Also da stellen wir uns durchaus vor, dass die Rallye nahtlos weitergeht, auch wenn Jerome Powell heute Nachmittag vielleicht ein bisschen bremsen könnte, dann wäre das unter Umständen schon sehr attraktiv, da vielleicht dabei zu sein. Soweit für die Charts. Wir haben uns dann natürlich auch ein Produkt rausgesucht mit der Kennnummer MD5EY5, ein Turbo-Call auf US-Dollar
Yen mit einem sportlichen Hebel von 31, aber wir haben ja gerade gezeigt, warum, und einer Knockout-Schwelle von 133,50 Yen. Heute Nachmittag, 14.15 Uhr, Team Trade des Tages. Wir werden das dann nochmal genauer analysieren, in welchem Tempo wir erwarten, wie der Yen sich weiter abschwächen wird, wohin genau und in welchem Zeitrahmen. Seid dabei heute Nachmittag, wir freuen uns. Registriert euch unter heavytraders.live und seid dann um 14.15 Uhr dabei. Also bis dann.